So, und jetzt habt ihr hier die ganzen Einstellungen. Also ich habe mir das kurz angeguckt und man kann eigene Farbschemen machen. Full Profile Pick, Tap to Record. Guckt euch das am besten einfach selber an. Das lohnt sich nicht, wenn ich euch das hier jetzt vorlese, was ihr machen könnt. Ja, Leute, und damit willkommen zurück zu einem neuen Video. Der dritte Part in der Serie vom Modden von Apps. Und zwar komme ich heute, ihr seht schon, zu WhatsApp. Und hier seht ihr auf dem Bildschirm Snapchat, modifiziertes Snapchat. Link ist in der Beschreibung, nicht nur, weil es geil ist, sondern auch, weil ich erkläre, wie man Xcode einrichtet. Guckt euch diesen Teil bis zu dem Punkt an, an dem es eingerichtet ist. Und dann kommt zurück, denn ihr könnt das Ganze nur auf einer OS X-Maschine machen. Heißt, ihr braucht ein iPhone natürlich, das funktioniert nur auf Apple, also auf iOS meine ich. Und ihr braucht ein MacBook, damit ihr Xcode benutzen könnt. Falls ihr keins habt, leiht euch eins oder was auch immer. Hauptsache ihr habt eins, das ist das Wichtigste. Und wie bei jedem Part, das erste, was ihr machen müsst, ist die Original-App zu löschen. Ich mache das jetzt auf volles Risiko hier bei WhatsApp. Bei den anderen war es kein Problem. Allerdings bei WhatsApp ist das so eine Sache. Aber ich werde es jetzt trotzdem tun. Ich habe nochmal extra ein Backup gemacht und ich hoffe, ich kann es auch verwenden. Und ich drücke jetzt tatsächlich auf Löschen und ich habe es getan. Es tut mir jetzt schon weh, aber ich hoffe, dass ich kann das Backup wiederherstellen. Ja, so, dann könnt ihr das Handy schon mal beiseite legen. Ich habe es übrigens schon angeschlossen und wie schon gesagt, beiseite legen. Ihr braucht jetzt drei Dateien. Einmal Xcode, das ihr hoffentlich jetzt schon aus dem anderen Video habt und eingerichtet habt. Dann braucht ihr eine gejailbreakte WhatsApp IPA. Schreibt einfach WhatsApp IPA VShare, also die Seite heißt VShare. Und dann hier Free Download Jailbroken. Dann habt ihr, ach ja, das muss ich auch noch machen, ich habe das noch gar nicht gemacht, hehe. So, und wenn das fertig ist, könnt ihr es schon auf den Desktop ziehen hier, das hier wieder schließen. Und das erste, was ihr jetzt schon mal macht, ist das hier mit einem zweiten Klick auf den Text umzubenennen in app und dann .ipa. So, das hier ist jetzt WhatsApp und dann braucht ihr eben noch diesen PP Sideloader. Link dazu in der Beschreibung von Xcode auch nochmal, einfach aus Prinzip. Doppelklick drauf, um es zu extrahieren und dann habt ihr diesen Ordner. Jetzt zieht ihr einfach die IPA hier rein, drückt auf Ersetzen und könnt diesen Ordner auch schon öffnen. An dieser Stelle wichtig, dass Xcode vollkommen eingerichtet ist. Ich sage es einfach nur nochmal so aus Prinzip. Und ein Doppelklick auf die Xcode-Projektdatei öffnet dann das... Ja, komm, hau raus jetzt. Öffnet Xcode und dann seht ihr das hier. Keine Panik, ihr geht einfach hier auf PP Sideloader an der Seite und dann seid ihr hier angekommen. Ab jetzt müsst ihr nur noch 4 Schritte, glaube ich, machen und dann habt ihr das auch schon soweit geschafft. Das erste, was ihr macht, ist bei Bundle Identifier irgendwas hinzuschreiben, komplett egal was. Ihr seht es sowieso niemals. Das zweite, was ihr macht, ist unter Team auf Add Account zu klicken, falls ihr noch keinen habt. Einfach raufgehen, eure Apple-ID, euer Passwort eingeben, Sign In und dann könnt ihr das auch schon schließen. Dann wählt ihr euch selbst hier als Account, als Team aus. Und das dritte, was ihr jetzt macht, ist, auf dieses Fix Issue zu klicken. So, das dauert ein paar Sekunden. Und fertig. Und das vierte, was ihr jetzt macht, ich habe, glaube ich, sogar richtig gezählt, ist hier die Version von eurem Gerät einzugeben. Das findet ihr ganz einfach. Ich hoffe, ihr wisst, wie es geht, wenn ihr ein iPhone habt. Das wäre sonst, ja. Ihr geht einfach auf Einstellungen, Allgemein, Info, scrollt runter zu Version. Und da seht ihr dann eure iOS-Version. Meine ist 9.2, also schreibe ich 9.2 da rein. Und jetzt könnt ihr auch schon euer Handy einfach mal entsperren. Einfach aus Prinzip, mache ich gerne. Ich gehe mal auf die nächste Seite und gehe dann hier oben, so damit ihr es nochmal seht, hier oben auf diesen Pfeil und dann Build and Run. Also damit bildet ihr dann die App und installiert sie auf eurem Handy. Also einfach einmal draufklicken, das dauert dann je nachdem ein paar Minuten. So, und jetzt hat WhatsApp sich auch schon gestartet. Ich gehe schon mal auf OK hier. So, das schließe ich nochmal, denn bei euch wird euch WhatsApp noch nicht öffnen, falls das eure erste gemoddete App ist. Denn das erste, was ihr jetzt macht, ist komplett mal rüber zu gehen zu den Einstellungen nochmal. Auf Allgemein und dann ganz runter scrollen und dann auf Profile und Geräteverwaltung zu klicken. Dann auf euch als Entwickler, also da wird eure Apple-ID stehen und dann zweimal auf Vertrauen drücken. Ihr seht, ich habe schon ein paar gemoddete Apps hier. Alle Links zu den Videos sind in der Beschreibung. Und wenn ihr euch dann selbst vertraut habt, könnt ihr es auch schon schließen und WhatsApp, hoppala, das war Snapchat, und WhatsApp öffnen. So, dann macht ihr hier nochmal Werbung für seinen Twitter-Account hier.
und zustimmen und fortfahren. Und dann gebt ihr natürlich eure ganze Information ein, ist wie bei normalem WhatsApp. So, jetzt hat er mir gerade gesagt, dass ich nicht mit iCloud verbunden bin. Ich gehe mal zurück hier, denn da ist das Backup gespeichert. Ich gehe mal auf iCloud. Ja, iCloud Drive ist ein. Ich weiß nicht, warum er mir anzeigt, dass das aus ist. Ich hoffe, das liegt nicht irgendwie. Ich klicke einfach mal auf Weiter. Verdammt. Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert und es ist mir irgendwie nicht möglich, iCloud zu verbinden. Falls ihr es bei euch irgendwie hinkriegt, könnt ihr mal hinten in die Kommentare hauen, wie ihr es geschafft habt. Aber ich krieg's irgendwie nicht hin, deshalb muss ich wohl leider damit leben, dass alle meine Chats und alles weg ist. Verdammt nochmal. Ja, mach doch. Verdammt. Super. Ah, jedenfalls mein Profilbild wurde erhalten. Jedenfalls etwas. Ja, ich gehe einfach mal auf Fertig hier. Ja gut, also alle meine Chats sind zwar weg, aber... Ja, nochmal WhatsApp++ hier. Okay, also sie sagen, Werbung ist da, aber man sieht auch schon hier oben, das ist echt bescheuert. Also WhatsApp mit Werbung, naja, Werbung ist da, aber man kann in den Einstellungen, kann man das deaktivieren, sehr nett von denen. Also meine Sachen wurden hier gesichert, meine Gruppen jedenfalls, aber der Rest ist sonst weg, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich gehe mal in die Einstellungen, denn da ist wirklich das Interessante hier. Ja, könnt ihr euch selber durchlesen. So, und jetzt habt ihr hier die ganzen Einstellungen. Also ich habe mir das kurz angeguckt und man kann eigene Farbschemen machen, ihr wisst schon, da drin, wo man schreibt, da kann man die Farbe ändern und Full Profile Pick, Tap to Record. Guckt euch das am besten einfach selber an, das lohnt sich nicht, wenn ich euch das hier jetzt vorlese, was ihr machen könnt. Außerdem habe ich nur 20 Sekunden Aufnahme. Guckt auf jeden Fall bei den anderen Hacks vorbei oder Mods, alle Links in der Beschreibung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder.